Herzlich willkommen, Marco Winnemann. Ja, schönen guten Abend. Guten Mittag, haben wir schon festgestellt, ne? Genau, ganz richtig. Guten Mittag nach Kalifornien. Mittag. Genau. Ja, herrlich. Fulminantes Intro. Ja, ja, so ein kleiner Querschnitt. Hast du's? Einige Sachen habe ich erkannt, ja, doch, ganz genau. Fast alles. Ja. Eigentlich alles. Ja, ja, schöner Zusammenschnitt. Ja. Wenn du da gerade zugehört hast, wir konnten dich ja dabei beobachten, hast du immer so ein bisschen reingehorcht, so als wenn du denkst, aha, war da wirklich alles okay? Oder, ja, jedes Mal. Bist du da sehr selbstkritisch, wenn du dich selber hörst? Da ich ja das auch nicht gesehen habe, die Videos, sondern nur gehört habe, dachte ich mir, ach, was war denn das noch? Ach, das Ding jetzt. Und dann, ich bin selbstkritisch auf jeden Fall. Und das sind wir auch mit unserer ganzen Band, mit den Aristocrats. Ich glaube, da gibt es vielleicht ein Gig in 10, wo irgendwie mal alle von der Bühne gehen und sagen, jo, das war ein super Konzert. Ist da immer irgendwas, das, wo man irgendwie sagt, na, das hätte vielleicht ein bisschen und der Sound hätte blablabla. Aber ich denke mal selbst, gesunde Selbstkritik ist okay. Aber guckst du dir sowas hinterher nochmal komplett an, um wirklich nochmal die Kleinheiten, Feinheiten zu sehen? Oder sagst du so, komm, irgendwie live, Konzert ist durch und das war's? Ungerne, ja, genau. Also bei mir ist es so, ich bin da eigentlich ein bisschen mehr easy going sozusagen. Also wenn ich von der Bühne gehe, dann so war das dann nun halt. Ne? Das kann man dann nicht verändern. Und ich denke mal, so Bands wie zum Beispiel, hatte ich mal neulich meiner Freundin gezeigt, so das alte Led Zeppelin Konzert, The Song Remains the Same. Wenn du so teilweise siehst, was die dann so jammen und so, das ist sehr frei, ne? Und es ist immer auch super so. Und ob da mal ab und zu ein paar Fehler passieren oder irgendwas ein bisschen unsauber ist oder dafür sind auch wieder ganz tolle Momente dabei. Ne? Und ich denke mal, das ist der Charme, der das dann auch irgendwie den das ausmacht. Ne? Ist wunderbar. Ja, mir also, ist insofern, ja. Mir ist damals, ich weiß nicht, ist schon einige Jahre her, bestimmt 5, 6 Jahre, als wir euch in Unna aufgenommen haben, in der Lindenbrauerei, da ist mir aufgefallen, dass ihr dieses sehr komplexe, ja, ich will nicht sagen Zeug, das klingt so despektierlich, eure Songs und Kompositionen mit einer Leichtigkeit und mit einer Spielfreude rüberbringt, dass das dann auch wieder Spaß macht. Und also ich glaube, kein Zuhörer sitzt da irgendwie mit so einem Elefantenohr und hört da drauf, wann machen sie einen Fehler? Das kriegt sowieso keiner mit. Aber diese Spielfreude, die Dynamik, die ihr da habt und die Virtuosität, das ist das, was die Leute erreicht. Und dann gehst du hinterher raus und sagst, boah, was war das denn? Ja, bitteschön. Vielen Dank, dass ihr das so seht. Das freut mich sehr. Also bei uns ist das auch wirklich so, wir sind da wirklich locker mit dem Publikum und wir wollen halt eher auch kommunizieren. Ich rede schon Englisch, weißt du, wenn das passiert, wenn du zu lange in Kalifornien wohnst oder irgendwo, der Satzbau, der geht dann schon durch. You know, kriege ich noch so gerade übersetzt. Ja, und wie gesagt, also wir machen das dann eher, das ist so ein, wir wollen einen Entertainment-Faktor haben und auch eine Kommunikation mit dem Publikum und das ist uns eigentlich einfach wichtig. Ne? Und ich denke mal, der Spaß, der soll dann auch wirklich so rüberkommen. Das ist das. Ich mag das nicht, wenn sich Musiker viel zu ernst nehmen. Aber das kommt aber auch.
sein. Ne? Ich hab das Gefühl, dass bei euren, also zumindest als wir euch gesehen haben in den Aristocrats, dass auch so dieses Augenzwinkernde kommt ja schon ein bisschen mit durch. Ne? Also, ich denke schon, es ist wie gesagt, also wir sind ja nicht nur ein Business-Meeting, ne? Wir wollen ja Spaß zusammen haben. Und egal, was man spielt, das soll auch dann irgendwie so rüberkommen, dass man Spaß bei der Musik hat und nicht irgendwie dann da Probleme löst oder so. Ne? Ja, genau. Das mache ich den ganzen Tag. Aber bevor wir jetzt gleich ein bisschen über die aktuellen Sachen sprechen, ich habe jetzt mal eben nur so auf die Schnelle, da fehlen jetzt noch welche, aber allein bei mir habe ich jetzt schon hier diverse und ganze Stapel. Zeig nochmal, Georg, das war jetzt zu schnell. So. Ja. Oh, wow. Das ist aber jetzt auch, ist alles nur das, was ich jetzt so auf die Schnelle gefunden habe. Ja. Ältere Sachen, aber ich habe was dabei, das würde ich gerne mal kurz zeigen. Weil ich glaube, das ist nämlich das gewesen, wo ich zum ersten Mal irgendwie über deinen Namen und dein Trommeln gestoßen bin. Und das war das hier. Ach, um Gottes Willen, das ist ja auch schon uralt. 20 Jahre her, oder? Die CDs, die sind ja schon alt, die sind ja schon alt genug, um selbst zu trinken. Und ja, genau. Ja. Aber das war so, da bist du mir das erste Mal mit dem Namen und überhaupt als Schlagzeuger irgendwie untergekommen, glaube ich. Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, ich glaube von 2002. Ja, so viel. Many Aber was ich eigentlich fragen wollte, das war eine Zeit, wo du noch in Deutschland gelebt hast oder warst du da auch schon in... Nee, ich bin dann schon sehr viel getourt hier, aber ich habe dann noch in Deutschland gelebt. Das war ja noch. Was war denn? Das war jetzt nochmal meine Frage. Was war denn so der Auslöser, dass du gesagt hast, oh komm, jetzt gehe ich, aber jetzt mache ich nicht. Du hast ja hier in Deutschland auch unterschiedliche Sachen gemacht, auch unterschiedliche Stilrichtungen. Was war denn der Auslöser, dass du irgendwann gesagt hast, komm, jetzt treibt es mich über den Teich? Das war eine Kombination von meinen Plattenverträgen oder auch Sponsorships, also quasi von meinen Musikinstrumenten. Ne? DW, Zildjian, Promark, Evans, Warner Brothers, die waren alle hier. Und mit denen kooperiere ich ja. Und dann auch die ganzen Bands, mit denen ich arbeite. Und dann auch die Tourneen, die dann hier weiter losgingen. Da waren immer irgendwelche Probleme mit Visum-Geschichten. Mhm. Ne? Und dann muss man da wieder irgendwas stellen und dann... Mit dem Internet, das dann ja auch schneller und ein bisschen expliziter geworden ist, konnte man, also man, wie gesagt, Anfang 2000 oder sowas ging das noch, dass man dann so bei den Immigration Officers oder sowas dann so noch belogen konnte oder so. Ich mache hier nur ein kurzes Klinik, da werde ich auch nicht bezahlt, kein Problem. Mittlerweile, wenn du hier an die Grenze kommst, die wissen ganz genau, die gucken einmal rein und sehen Tourdaten. Und wenn du dann auch mit den Aristocrats unterwegs bist, das ist ja mittlerweile auch eine recht... große Band, ne? Ja. Also kann man denen dann nicht ein X von Uhr vormachen. Oh, das habe ich lange nicht mehr gesagt, sowas. Und wir kitzeln jetzt ein bisschen was von deinen German Skills. Ja, genau. Das ist toll. Und das war so ein ausschlaggebender Grund dann auch, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gucke mir das jetzt einfach mal ein bisschen länger her an. Ich habe ja schon teilweise hier mal gelebt und bin dann wieder rüber nach Deutschland, immer so mal so ein paar Monate hier und da. Und dann hatte ich aber irgendwann den Schritt getan, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mal, wie das mit einer Green Card funktioniert. Und ich hatte dann ja auch durch meine Engagements hier quasi viel Arbeit zu tun. Und das heißt, das hat dann auch dann so funktioniert. Und dann kamen die ganzen Releases oder so, Signature Sticks mit Promark, Titelseite mit Modern Drummer und so ein ganzer Kram, das hat dann mit reingespielt. Ne? Mhm. Und dass ich dann auch Part von sozusagen DW bin, ja, das sind dann so Sachen, also wie gesagt, dass ich als Steuerzahler auch hier in Amerika anerkannt bin. Die wollen ja einfach nur wissen, dass du denen kein Geld wegnimmst, sondern dass du hier dann auch vernünftig arbeitest und dass dann alles hier funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass da nochmal eine Spur härter ist als vielleicht auch in Anführungszeichen die Konkurrenz in Deutschland, weil ich gerade, ich glaube, da in Kalifornien, da gibt es wahrscheinlich irgendwie 2 Milliarden Musiker, die meinen, jetzt muss ich irgendwie hier bekannt werden und hier meinen Weg finden. Ja, aber ich denke mal, also ich hatte das wirklich sehr, wie soll man das sagen, so konsequent angegangen. Und zwar, ich habe das nicht dem Zufall überlassen. Es gibt ja einige Menschen, die sind dann einfach rübergegangen und haben mit keiner Kohle und irgendwelchen Resümee. Und haben dann versucht, ja irgendwas anzufangen. Ne? Und einfach zu gucken, dann spielen die in den größten Spelunken und können kaum irgendwie ein Apartment bezahlen. So wollte ich die Sache einfach nicht angehen. Und zwar hatte ich dann wirklich gewartet bis zu dem Zeitpunkt, wo ich genau wusste, okay, ich habe jetzt einen festen Stand in der Musikindustrie.
dass ich mich da einfach auch sicher gefühlt habe. Ne? Und das war dann auch der Grund, also ich bin nicht ins kalte Wasser gesprungen oder so, oder ins Wasser, um dann auszuchecken, ob das warm oder kalt ist. Ich habe also wirklich sehr, sehr konsequent durchgezogen und dann, das war dann in 2005, glaube ich, oder so, wo ich dann wirklich dann den Schritt getan habe. Ja. Lass uns doch nochmal einen Schritt davor zurückgehen. Ja? Wenn man bei dir Wikipedia aufruft, kommt dann Leben. Minnemann kam mit 19 Jahren nach München, wo er 1992 Schlagzeuger der Crossover-Band Freaky Funking Weirdos wurde. Also ja, wenn man schon mal nur mit Nachnamen benannt wird, ist das schon mal was Historisches. Ne? Aber Minnemann, wie so ein großer Schauspieler oder so. Aber als du gesagt hast, mit 19 Jahren, du bist in Hannover aufgewachsen, richtig? Mhm, ja. Und hast deinen Eltern gesagt, so Leute, ich gehe jetzt mal nach München, ich werde da Trommler. Haben die Hurra geschrien? Ja, meine Eltern, die haben mich ja immer sehr unterstützt, die ganze Zeit, auch immer noch. Und die finden das ganz toll, die kommen jedes Mal noch, die unterstützen mich. Die kommen zu den Konzerten hin und gucken sich das an, die fliegen ab und zu mal raus und sowas. Es ist natürlich toll, denen zu zeigen, dass die Musik auch funktioniert hat, dass ich sage, okay, jetzt habe ich hier ein Haus mir gekauft am See oder so, von der Musik, ne? Das ist doch toll. Ja. Und da sind die auch sehr stolz drauf und ich bin da auch sehr froh darüber und auch denen das dann quasi zurückzugeben, was die mir ermöglicht haben dann quasi. Ne? Und was wollte ich sagen? Ja, ich bin in Hannover aufgewachsen und habe in vielen Bands schon gespielt und ich hatte dann auch schon kleine Erfolge verbucht, so mit, als ich dann so 12, 13 Jahre alt war, da habe ich mit so Jazzbands gespielt und dann auch später schon mal so Mini-Tourneen gemacht. Ne? Aber ich denke mal mit den Weirdos, das war der erste Major Contract sozusagen, also ne, so Major Label, das wir hatten mit der BMG. Und da bin ich dann tatsächlich rübergezogen nach München für eine Zeit. Meine Eltern fanden das toll natürlich. Ich bin ja, weil ist ja nicht aus der Welt, ein paar Stunden Fahrt hier. Ja, das ist wunderbar, funktioniert. Und ja, richtig, ganz genau. Das waren so meine ersten Eindrücke oder Erlebnisse, oder Erfahrungswerte mit einer professionellen Band, die man richtig gesammelt habe, wo dann auch international dann getourt sind. Also hast du schon sehr früh angefangen mit dem Schlagzeugspielen? Wie ging es bei dir los? Ja, ja, wie gesagt, ich hast hatte... Hast du als Dreijähriger schon die Daschtrommel genommen und... So ungefähr 5, 6 Jahre alt oder so, da habe ich mich mal beim Kollegen von meinem Vater im Übungsraum dahingesetzt und gespielt und habe sofort den Puls verstanden. Also ich habe dann eingestiegen mit dem Gitarristen, die haben, glaube ich, irgendwelche Coversachen gespielt, vielleicht war das Beatles oder keine Ahnung, was sie noch gemacht haben, vielleicht ein paar eigene Songs auch. Und ich bin dann mit dann eingestiegen und habe sofort verstanden, was der Gitarrist da macht und habe dann automatisch diesen Rhythmus dann unterstützt. Und das hat die sehr überrascht. Ne? Die haben sich dann gleich umgeguckt und sagen, wow, what the fuck? Und haben dann mir eine Snare Drum gegeben und mein Vater gesagt, hey, der muss gefeatured werden oder so. Und, ja, super. Und dann habe ich dann erst Orgel dann angefangen, so 2-Manual-Orgel und mit Fußbass und sowas, weil mein Vater, der war dann sehr schon, wie soll man das sagen, also der wollte eigentlich, dass ich dann auch die Harmonie verstehe und nicht nur einfach dann direkt auf den Rhythmus gleich einsteige. Also klar, natürlich kombiniert oder in Kombination. Und da bin ich denen auch sehr, sehr dankbar darüber, weil ich schreibe ja Musik und ich nach wie vor, du siehst hier ein Piano, also so ein E-Piano oder quasi Synthesizer und meine Gitarren, die sind ja auch. Ja, ich wollte sagen, Gitarre habe ich bei dir auch schon. Genau, den ganzen Kram und Bass habe ich mir auch gerade hier einen schönen Precision in 9 gekauft, da hatte ich ein paar von gehabt. Also ich bin eigentlich als Multi-Instrumentalist aufgewachsen. Ne? Mhm. Schlagzeug habe ich wirklich erst dann professionell angefangen. Was heißt professionell? Oder sagen wir mal mit Unterricht angefangen, als ich 11 war oder 12. Aber davor habe ich dann schon ein bisschen gespielt. Mhm. Aber so würdest du sagen, du bist so ein Naturtalent oder steckt auch viel Blutschweiß und Tränen in deiner Ausbildung? Naja gut, hoffentlich beides, würde ich mal sagen. Also als ich gemerkt habe, dass da Talent vorhanden war, dass es sehr natürlich für mich war, Musik habe ich natürlich verstanden. Also es war nicht, dass ich dafür viel gearbeitet hatte, das war sehr, sehr logisch für mich, ne? Und dann halt habe ich angefangen, das ganze Alphabet erstmal zu lernen sozusagen mit den ganzen Notationen. Und zwar mit dem, wie soll man das sagen, mit dem Weg oder mit dem Gedanken, das dann quasi weiterzuführen. Also ich hatte immer andere Sachen noch in meinem Kopf gehabt, die ich vorher nicht gehört habe. So zum Beispiel
zwei Hi-Hats zu spielen, Rudiments auf den Hi-Hats zu spielen oder Counterparts oder sagen wir mal Unabhängigkeitsübungen, die dann quasi musikalisch umzusetzen. Ich wollte halt da quasi Sachen machen, die ich in meinem Kopf gehabt habe und nicht halt von anderen Menschen. Also die habe ich dann schon als Templates, Vorlagen genommen, aber dann halt nie kopiert, sondern immer halt geguckt, was kann ich daraus machen oder was kann ich auch noch weiter ins Set bringen oder in die Musik, was ich vorher nicht gehört habe. Und das war für mich quasi das größte Geschenk der Musik irgendwie. Also quasi nicht zu spielen, was schon da war, sondern einfach zu gucken, wo kann man noch hingehen. Das ist halt mehr wert für mich als Geld oder Ruhm oder sowas. Das ist ja für mich quasi so eine Bestätigung. Und das ist dann quasi der Ruhm. Also das ist dann, wie gesagt, kaufen kann man sich alles oder erlernen. Aber irgendwas Neues zu entwickeln, das finde ich sehr spannend irgendwie. Ne? Und manchmal funktioniert es nicht, manchmal funktioniert es hervorragend. Und das sind so Sachen, die machen mir Spaß. Weil wenn du denkst, dass du perfekt bist oder sowas und mit allem, was du tust oder so, dann kannst du ja auch gleich aufhören. Ne? Aber dieser, das ist toll, wenn man sich weiterentwickelt irgendwie. Ne? Dieser gesamtheitliche oder songbasierte Ansatz, der beschäftigt ja bis heute. Also ich habe gesehen, auch bei deinen, ich sag mal, Drum-Clinics oder kleinen Sessions, die du da im Internet gemacht hast, da gibt es auch so Sachen, ja, ne, dass man das Solo nicht einfach nur technisch angeht, sondern aus so einem Song-Kontext heraus, ne, oder mit so einem Song im Kopf. Ne? Das ist das, was du gerade beschrieben hast, das, wo du hergekommen bist. Aber diese technische Challenge, das, was du auch beschrieben hast, das beschäftigt dich schon auch von Anfang an, ja, dass du sagst, so, komm, dieses Komplexe an der Musik, war das so von vornherein, von Anfang an da, oder hat sich das auch, gab es da so einen Auslöser, dass du gesagt, der dich da irgendwie reingetrieben hat? Ja, also ich war da immer sehr dran interessiert, muss ich sagen. Das ist, also wenn du Mathematiker bist oder sowas, dann willst du natürlich auch die alle Nummern kennen und gucken, wie du Wurzeln ziehst oder was weiß ich was. Ne? Und ich denke mal, das war bei mir in der Musik, dann hat sich das so ergeben, dass ich, wie soll man das sagen, ich bin ja aufgewachsen mit Notation, mit den ganzen Orgelzeugs und habe dann schon Fußbass und zwei Manualspielen gelernt und dadurch, ich wollte das einfach auf Schlagzeug umsetzen, denke ich mal. Mhm. Und das hat aber auch nichts damit zu tun gehabt, die Einfachheit zu verlieren oder nicht zu respektieren, ganz im Gegenteil. Ich wollte einfach, sagen wir mal, so ein Auto fahren, das viel PS hat, aber ich muss es ja nicht immer dann voll ausfahren. Aber ich habe das dann unter der Haube, wenn ich es brauche. Und so sehe ich das halt quasi. Und der Auslöser, denke ich mal, war, also ich bin nach wie vor ein großer Heavy-Metal-Fan. Ich bin ein großer Fan von Jazzmusik, von Popmusik, aber auch von Modern Composition oder klassischer Musik. Und ich denke mal, Bands, die mich dann beeinflusst haben, und natürlich Queen, jedes Album klang unterschiedlich und ging immer in eine andere, unterschiedliche Richtung und war halt sehr verspielt, aber auch sehr spielfreudig und auch sehr experimentierfreudig. Das fand ich toll. Und dasselbe habe ich, nur nicht ganz dasselbe, aber ungefähr in der Parallele bei Led Zeppelin gefunden, die auch hervorragende Band war, ein unglaublicher Groove und die Power davon hat mir sehr gut gefallen. Und dann hat mein Vater mir natürlich auch so Sachen wie Jethro Tull vorgespielt, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin, liebe Freunde von mir. Und das war eine tolle Band, also wo wir dann so Sachen wie Songs from the Wood gehört haben. Ja, also, ja. Das war schon klasse. Ne? Und danach hat sich das dann so ergeben, dass ich so ein bisschen in diese Heavy-Metal-Richtung gegangen bin, ne? Wo ich dann dachte, okay, jetzt gibt es dann Iron Maiden und Judas Priest und die ganzen Bands. Ne? Die waren ja schon da, als ich noch klein war. Also Priest, die waren ja schon Mitte 70er oder sowas. Ja, ne? Ja. Aber da habe ich so eine Phase dann gehabt und einige Bands höre ich mir immer noch gerne an in der Richtung. Und da habe ich dann gedacht, okay, da ist ein bisschen Facility auch da, so, aber das geht dann nie so ein bisschen in die Richtung, wie Jethro Tull das hat. Ich wollte das immer kombinieren. Ich wollte quasi so eine komplexere Form vom Metal machen und wollte mal gucken, wie passiert das, wenn du jetzt quasi Metal mit Jazz oder Rock oder sowas kombinierst. Und ich habe das dann gefunden, ich glaube, in Frank Zappas Musik. Ne? So ein Freund hat mir das dann vorgespielt und da dachte ich mir, wow, das ist cool, weil da gab es ja schon diese ganzen Sachen, so wie Chick Corea's Electric Band. Ne? Und die waren ja alle schon da. Und ich fand das recht toll und ich habe mir das auch angehört und das war natürlich gerade, wo ich dann so 12, 13 Jahre alt war,
klasse zu lernen. Ich dachte mir, ja, jetzt höre ich mir Light Years an oder die ganzen Sachen. Ne? Und ich habe das dann auch gelernt, brav, und dann geguckt, wo kann ich das dann weiter hinführen. Aber mir hat die Musik nicht gefallen bei dem Zeitpunkt, weil ich war ein pubertierender Teenager. Ich wollte Metal hören. Ich habe eine Jacke mit Motorhead-Stickern und Van Halen und alles, die ich auch nach wie vor klasse finde. Und Chick Corea's Electric Band da mit den Hawaii-Shirts und Gale in den Haaren. Da gab es keine Sticker. War nicht so sexy, das stimmt. Ich fand die Musik dann schon okay, aber das war mir auch viel zu glatt, ne? Viel zu fein geschliffen. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt nicht gefallen. Ich finde die natürlich ganz toll, das soll keine Kritik sein, aber das war rückblickend jetzt, ne? als junger Teenager. Und da dachte ich mir, Mensch, gibt es da nicht irgendwas, ja, eine Band, die so spielen wie die, aber machen coole Musik? Und das war dann, für mich Frank Zappa natürlich. Der hatte auf einmal Texte gehabt, die man nicht so normalerweise sagen konnte, aber dann auch so den Humor dafür und dann einfach wirklich unglaubliche Facility oder auch, wie soll man das sagen, so eine Palette an Musik. Und das hat mir gefallen. Dann habe ich die ganzen Sachen gelernt. Und da waren dann auch Sachen drin, die ich im Jazz nicht so häufig gefunden habe, wie zum Beispiel Septolen, Quintolen, Sachen, die Stravinsky quasi oder Edgar Varèse angewendet hatten. Ne? Und er hat das dann kombiniert und das war eine gute Vorlage für mich. Oder auch ein Anstoß für mich, einfach zu experimentieren und zu lernen, weil er hatte diese ganzen Möglichkeiten ja einfach wahrgenommen. Da gab es keine Gesetze auf einmal mehr. Ne? Absolut. Und ich denke mal, das war jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, Entschuldigung, aber das war jetzt so, ja, wie ich das quasi gesehen habe. Und dann hat sich das dann... Ja. Ist ja auch mega interessant. Ich bin auch ein riesen Zappa-Fan und muss zugeben, ich habe mir damals auch als junger Teenager das Album Shake Your Booty geholt. Extra so, weil ich habe es immer so gelesen, bis ich verstanden habe, was diese Shake Your Booty meint. Ja. Habe ich lange gebraucht, gebe ich zu. Ich habe lange gebraucht. Vorspiele. Ja, ja. Aber ich wollte noch mal darauf zu sprechen kommen, du hast eben gesagt, die Aristocrats sind ja schon eine ganz große Band und du bist immer auf der Suche und vielleicht die anderen beiden auch nach neuen Kombinationen, neuen Möglichkeiten. Ist das so ein bisschen der Grundgedanke gewesen, auch für das neue Album, was jetzt rausgekommen ist von euch? Mit dem Orchester? Richtig. Ja, das hat sich so ein bisschen von hinten herum ergeben. Und zwar, das war so eine Sache, die hatten einen Song von uns gecovert. Und in einer Orchesterversion. Und mit einem Gitarristen, glaube ich, dabei. Und das hat unser Manager, Riccardo Capelli in Italien, der hat das gefunden und hat uns das weitergeleitet und gesagt, hey, habt ihr das mal gehört? Und das haben wir uns dann reingezogen und dachten, hey, das ist ziemlich cool. Die können spielen, das ist klasse. Weil ab und zu kriegen wir so Sachen, wo Leute uns das zuschicken und die spielen was und so. Und das ist dann auch sehr, sehr toll. Aber dies war wirklich anders. Ne? Da hat sich jemand wirklich rangesetzt und mit Liebe zum Detail was entwickelt, ne? Und da haben wir dann kommuniziert und dann hatten wir einen zweiten Song gemacht und das war dann unsere Idee, haben gesagt, pass auf, machen wir doch noch einen weiteren und dann gucken wir mal, wie das läuft. Und das war ganz hervorragend gelaufen. Und dann hatten wir dann die Idee gehabt, quasi ein Album zu entwickeln mit diesem Orchester zusammen. Hat natürlich auch Geld und Zeit gekostet, aber das war wirklich, jeder Penny war da wirklich wert, war es dann wirklich wert. Und wir hatten dann quasi die Tracks denen zugeschickt, das war dann mitten in der Pandemie und die haben dann quasi um uns herum arrangiert und das Orchester war dann natürlich in einem Raum und die haben dann, der hat dann dirigiert, der Wojtek und und dann haben wir dann die Arrangements noch abgesprochen, dann noch diverse Mixe gemacht und ich denke mal, die Idee war wirklich, um dann zurückzukommen zu dem Ausgangspunkt der Frage, quasi das Gegenteil zu erzeugen, was die Aristocrats eigentlich stehen, wir sind ja ein Trio. Gitarre, Bass und Schlagzeug mit ab und zu mal ein paar extra Sounds drin oder sowas. Ne? Und auf einmal war das dann toll, wirklich zu hören, dass diese Songs mit Orchester-Arrangements auch wirklich funktionieren. Und aber auch nicht so in dem Sinne, dass das Orchester da einfach drüber gelegt wird, wie jetzt Marmelade auf Butterbrot oder so, sondern dass wir wirklich mit denen auch aktiv gearbeitet haben und die Songs auch umarrangiert haben. Und so. Ich finde das war wirklich spannend. Und zufriedenstellend, was da so mit rausgekommen ist. Das war wirklich toll, dachte ich mir. Bevor wir gleich noch ein bisschen weiter darüber reden, würde ich vorschlagen, lass uns mal in einen der Clips, den ihr gemacht habt, dazu mal reinhören. Ja. Ich glaube, es war, mich richte mit der Jack's Back.
Jack's Back, ja, genau. Ja, nehmen wir den mal und schauen wir einen Moment mal rein. Also das Trio ist ja schon komplex, was ihr da auf die Beine stellt. Aber das stelle ich mir noch mal eine Stufe härter vor. Ich meine, die ganzen Mikrofone und das Arrangement, was du auch gerade schon beschrieben hast. Ja. Und dann noch mal so eine runde Sache daraus zu kriegen, das finde ich beeindruckend. Also. Ja, vielen Dank. Ja, das war steiniger Weg teilweise, aber das hat sich gelohnt, denke ich mal. Gab es den Moment des Aufgebens? Nein, so schlimm war das nicht. Aber das war schon, da ja sehr viele Instrumente da vorhanden sind und dann auf einmal auch der Wojtek dabei war, der das ja noch arrangiert hat mit dem Orchester. Wollten wir natürlich sicher gehen, dass auch jeder zufrieden war mit dem Mix und wie das dann auch dann quasi ausgesteuert wird und sowas. Und da gab es dann so ein paar Mal ein Vor und Zurück, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Also, aber das kostet dann Zeit, ne? Dann wartet man wieder auf den nächsten Mix, dann wird wieder was arrangiert, dann noch was und dann schon sind dann 2-3 Monate verloren. Ne? Mhm. Aber diese, man hat das jetzt in dem Clip gesehen, also da hat man klar das Orchester gesehen, aber auch euch im Studio. Aber ihr habt auch, glaube ich, das ist jetzt nicht alles jetzt nochmal neu von eurem Trio aufgenommen, sondern das auch mit alten Sachen kombiniert, oder wie ist genau der Prozess gewesen? Ja, richtig, ganz genau. Wir haben quasi die Multitracks, also die Multitracks, there you go. Mehrspuraufnahme. Quasi die einzelnen Tracks dann denen zugeschickt und die konnten dann damit arbeiten. Und dann haben wir teilweise die Sachen arrangiert oder nochmal irgendwas mit reingeflogen oder, ne? Und so hat das dann einfach funktioniert. Wir konnten ja, wie gesagt, zusammen nicht bei dem Zeitpunkt in einem Raum waren. Das war eher so ein Pandemie-Experiment. Oder so, ja. Ne? Ja, wie so viele Sachen. Was so auffällt, das hast du ja vorhin auch schon mal so erzählt, aber ich möchte es mal betonen, dass es eben nicht eine Rockband ist, die jetzt von einem String-Ensemble begleitet wird, ja, sondern dass ihr wirklich zu einem Ensemble geworden seid. Richtig, genau. Man weiß nicht mehr, wo fangen die Aristocrats an und wo hört das Orchester auf und so. Es ist ein Ding und es erinnert jetzt gar nicht mal so an Prog-Rock oder so etwas, sondern es ist eine moderne Klassik geworden, oder? Ja, vielen, vielen Dank, dass du das so auch anerkennst und das finde ich auch toll, das ist sehr wichtig. Wir hatten auch, wie du gesehen hast, das Orchester ist nicht einfach dann, wie gesagt, rübergeklatscht worden, sondern das ist wirklich dann involviert. Also wir haben dann, wie du gehört hast, in Jack's Back zum Beispiel die Arrangements halt quasi komplett, einige Gitarren komplett rausgenommen, dafür das Orchester mit reingespielt und dann das quasi umarrangiert. Das ist tatsächlich wie ein neues Stück Musik oder sowas. Also Reinterpretation oder sowas von den Songs.
Und ja, nee, wir sind da auch sehr, wir gehen da normalerweise auch immer recht frei von jeglichen Gedanken oder von Stilistiken ran. Ne? Also wir schreiben ja auch alle Songs individuell für die Band. Und das kann teilweise in eine Rockabteilung gehen, in eine Popabteilung, Jazz oder vielleicht Klassik oder sowas. Also wir definieren das jetzt nicht so, dass es irgendwie eine spezielle Richtung haben sollte. Ja, das macht euch ja auch aus, richtig. Kannst du uns noch ein bisschen was zu dem Orchester erzählen? Wo kommen die her? Was ist das für ein Orchester? Wie viele Leute waren das? Das Primus Orchester aus Polen. Das sind polnische Musiker. Und der Wojtek ist der Hauptarrangeur. Ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt gerade bei uns mitgespielt haben, aber das ist doch ein recht komplexes Orchester und klingt wunderbar und tolle Spieler. Wir sind auch am Überlegen, vielleicht mal was zusammen zu machen. Das wäre natürlich gar nicht so, also jetzt live. Live, also, ja. Wäre natürlich schwierig, da verlieren wir wahrscheinlich Geld auf. Ich wollte gerade sagen, das ist mit so großen Ensembles live zu spielen, ist meistens Verlustgeschäft wahrscheinlich. Ne? Ja, ich glaube dann so zwei Tourbusse und noch irgendwie fünf Hotelräume oder was weiß ich was. Ne? Das müsst ihr dann 12 Nächte in Polen machen, 12 Abende an einem Ort. Kein Tourbus, jeder geht nach Hause, nur ihr ins Hotel. So, ja, und dann geht es vielleicht. Ja, dann müssen wir viele Leute hinbekommen. Ja, richtig, genau. Mal gucken, ob wir halt 12 Nächte dann da hinkriegen. Da sind dann wahrscheinlich beim letzten Abend dann mehr Leute auf der Bühne als im Publikum. Wer weiß. Das glaube ich nicht. Aber ihr habt ja mit den Restocrats jetzt erstmal eure eigene Tour quasi vor der Nase. Ich glaube, jetzt nächsten Monat oder jetzt diesen Monat sogar schon geht's los mit diversen Terminen quer durch die USA, richtig? Richtig, genau. Wir fangen am 1. Juli an und das zieht sich dann durch bis Mitte September, glaube ich, wenn ich so so Anfang Mitte September. Und das sind ja dann schon wieder 2,5 Monate. Und die Tour, die fängt dann an hier in den Staaten, also in Kalifornien. Und dann fahren wir halt durch ganz Nordamerika quasi, inklusive also USA, Kanada und auch Mexiko. Und wir haben auch schon neue Songs geschrieben für nächstes Studioalbum. Da werden wir auch einige davon schon präsentieren auf der Tournee. Und ja, und dann werden wir wahrscheinlich auch dann nach Europa wiederkommen. Ich wollte gerade sagen, ne? Neues Album, dann ist aber spätestens dann ist die Europa-Tour fällig, oder? Genau, ich denke mal, das wird dann nächstes Jahr passieren. Ne? Anfang nächsten Jahres oder so, dann geht das dann wieder los mit Europa, Asien, Südostasien, Latin America und der ganze Kram. Ne? Aber das, ja, genau, freut uns wieder irgendwie loszuziehen auch jetzt. Wenn ich das so ein bisschen richtig verfolgt habe, jetzt durch in der, gerade jetzt, wie du so schön dachtest, Corona-Zeit, ne, du hast ja auch viele Clips immer rausgehauen, deine Drum-Klinik-Sachen oder einfach mal irgendwie so was du durchgespielt hast oder aus den Proben heraus, wie so viele. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch da schon Clips und auch Tracks rausgehauen, wo du gesagt hast, hier, das ist von meinem eigenen neuen Album, was in Arbeit ist. Wie steht's denn da? Ich habe genug Material zusammen, um ein neues Album rauszubringen. Und ich schreibe dann noch ein paar weitere Songs. Und dann wird das auch dann irgendwann passieren. Und ich habe da schon so einige Clips rausgehauen, so über die Monate. Ne? Und den Leuten hat das recht gut gefallen, sehr gut gefallen sogar. Also die Reaktionen waren eigentlich rundum ziemlich gut. Und das wird dann jetzt dann irgendwie fertiggestellt. Aber ich lasse mir jetzt da wirklich Zeit. Ich denke mal, das wird auch nicht vor nächsten Jahr oder so rauskommen. Ne? Weil wir haben jetzt ja gerade das Orchesteralbum. Dann habe ich ja auch noch zwei Alben geschrieben, zusammen mit Randy McStein, McStein and Miniman, die sehr, sehr gut geworden sind. Und dann auch ein Album, eine EP gemacht mit Kendall Yates und Alex Lifeson. Das ist auch recht toll geworden. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, ich will da auch die 10 Menschen nicht überfordern oder so, ne? Weil in der Zeit von TikTok, wo sich jeder nur 10 Sekunden erstmal anguckt oder so, weißt du, also da ein bisschen so ein Build-up oder sowas, ne? Und also dann. Jetzt, wo du es gerade sagst, wird dieses Album mit Kendall Yates, das kommt jetzt, ne, glaube ich, ne? Wir haben drei Songs gemacht, die sind auch auf Bandcamp schon, also falls uns da jemand unterstützen will. Ich würde, weil ich hatte mir einen hier mal zurechtgelegt, ich glaube, das war den jetzt vor ein paar Tagen oder Wochen, Malibu. Ja, richtig. Und ich finde das eigentlich. Zu dem, was du eben gesagt hast, so dieses Musikalische, aber auch trotzdem so ein bisschen das Komplexe auch am Instrument, finde ich ein super Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob das
Und das würde ich gerne mal anspielen, diesen Clip, den fand ich wirklich grandios. Vielen Dank. Spiel das mal rein. Ja. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das war für mich eine sehr interessante Produktion, weil ich hatte dann die Songs arrangiert, Kendall hat die geschrieben und quasi nur auf Akustikgitarre mit Stimme vorgespielt. Und ich habe das dann quasi arrangiert, noch einige neue Teile dafür gemacht und so. Und wir haben das dann quasi zusammen produziert. Und dann hat Alex Lifeson, Gitarren gespielt. Und er hatte super Ideen gehabt damit, seine Modulation und den ganzen Kram. Und Alex und ich haben Gitarre gespielt. Ich habe dann noch Bass und Keyboards gemacht. Kendall hat gesungen und ich habe auch noch Schlagzeug gespielt. Mein Gott, ist es. Ach, Schlagzeug. Ja. Das sollte nicht so rüberkommen jetzt, ne? Ich habe das nur mal das laut jetzt so auszusprechen. Die Idee war gewesen, weil als ich die Songs gehört habe, das hat eine sehr, so eine Desert-Vibe gehabt, ein Wüstengefühl, ne? So von so weiter. Also so Sand und, you know, weiter Steppe oder sowas, so ein bisschen in die Richtung. Und ich habe das dann auch so präsentiert von den Sounds. Und die anderen beiden Songs, die sind ein bisschen verhaltener, würde ich mal sagen. Malibu ist dann so der Song, der so ein bisschen in so eine jazzige Richtung geht. Und ich habe dann auch gesagt, hey, was denkst du, wenn wir mal ein bisschen Drum-Firework auch ab und zu mit reinbringen oder irgendwelche Sachen? Das hat ihr super gefallen. Und das kommt auch recht gut an. Ich fand das toll, weil ich fand das erst ein bisschen riskant, weil meine Fans sozusagen oder ja, die Leute, die mich da verfolgen oder so, wie man das so sagt, ne? Das war vielleicht ein bisschen ungewohnt, ne? So teilweise solche Sounds zu hören. Und ich dachte mir, oh Gott, jetzt kommt dann wahrscheinlich ein guter Prozentsatz, die mir dann irgendwie das Shit dafür geben. Was ist denn mit dem passiert? Ah, nein. Was ist das für eine Produktion? Also, aber das Gegenteil war der Fall. Wirklich das Gegenteil. Ja. Sagt, oh, erfrischend mal sowas aufzuhören. Das ist ja richtig toll irgendwie. Und das fand ich wirklich toll. Ja. Ist das gerade jetzt so als Schlagzeuger manchmal auch so eine Herausforderung? Machst du jetzt zu viel? Machst du zu wenig? Da jetzt genau das Richtige zu finden? Oder jetzt... Ich denke mal mittlerweile, ich denke da nicht mehr so in diese Richtung. Wenn du jetzt zum Beispiel so die Sachen hörst, die ich jetzt mit die anderen beiden Songs, das Okay in My Own war der andere Song. Was war denn noch? Divine war eine andere Nummer. Und dann Malibu. Die ersten beiden Songs waren sehr verhalten. Die waren wirklich sehr, sehr, sehr songdienlich gespielt und mehr auf das Vibe, auf die Vibe konzentriert. Und mit Malibu, das war sowas, wo der Groove einfach so jazzig genug war. Ne? Und der ist eigentlich überspielt, da ist eigentlich zu viel drin, aber mit Absicht. Ne? Mhm. Und das, da gehe ich auch sehr mit, wie soll man das sagen, mit Consciousness, also mit Bewusstsein ran. Ne? Ja, ganz genau. Aber klar, da gibt es so eine Fine Line oder sowas, wo spielt man jetzt mehr, wo spielt man weniger. Aber ich glaube, die Fine Line fand ich sehr gut getroffen, weil du hast brav, was ist das, ein 6/8-Takt oder so? Ja, genau. Spielt ja eigentlich ziemlich brav durch. Kurz vor Schluss, zumindest von dem, was wir gerade gehört haben, kommt dann so ein Miniman-Break. Ja, genau. Wird kurz, aber dann läuft es ja schön weiter. Also es fand,
Fand ich genau super, weil du hast ja eben von einer halben Stunde selber erzählt, dass das Musikalische für dich das Wichtigste ist. Und alles, was du technisch so noch so in der Pocket hast, das ist eben on top und deine Reserve und deine Kreativität möglich. Ja, das, ja, ich finde das sehr, sehr witzig, weil da gibt es so einen Song von ZZ Top, komischerweise, und zwar der heißt Made into a Movie. Und zwar, der ist von, ist das von einem Triple X Album, glaube ich. Und das ist so ein Blues, der recht langsam ist. Und der Schlagzeuger spielt unglaublich viele Fills drüber, was eigentlich komplett eigentlich fast schon Drum-Solo irgendwie ist. Und mir hat der Song immer recht gut gefallen. Und ich denke mal, das war fast die Vorlage, unbewusst, für diesen Malibu-Song gewesen, weil ich dachte mir, okay, lass mal sowas auch machen. Oder so. Ja. Mega. Aber ich glaube, die Leute, die du gerade gesagt hast, die dann vielleicht kurz nachdenken, was ist jetzt da passiert. Ich glaube, du hast ja jetzt zur gleichen Zeit auch die Clips hier mit Mohini oder mit Jordan Rodez. Da gab es auch so verrücktes Ding vor ein paar Wochen. Ich glaube, spätestens, wenn das als das rausgekommen ist, waren die, die kurz gezweifelt haben, dann auch wieder eingefangen. Ne? Also die natürlich. Sag ich mal, die technische... Ist dann auch immer noch da. Aber solche Clips, ist das dann, siehst du das immer noch? Manchmal gibt es so Sachen, wo du dann darauf hinarbeitest, oder das sieht immer alles so leicht und locker aus. Kommt es wirklich alles so leicht und locker raus? Oder hast du hier und da auch nochmal so Sachen, wo du sagst, komm, jetzt nehme ich mir mal was Bestimmtes vor, um dann sowas nochmal auf die Spitze zu treiben? Ja, natürlich. Ich meine, die Herausforderung ist ja oft auch da, und das ist ja auch toll, ne? Es ist nicht so, dass ich mich dann jetzt einfach hingesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt kommt dann dieser Clip raus, den spiele ich dann jetzt in einen Take ein und dann auf Wiedersehen. Nee, da setze ich mich dann auch ran und lerne das dann und für einen Nachmittag oder so, oder guck mal nach, wie lange man dafür braucht. Und dann wird das gespielt. Ne? Wir hatten da neulich was released mit John. Ich denke mal, das war da, wo drauf angespielt. Ich glaube, das war das, wo ihr zu viert gespielt habt. Ich spiele es mal kurz an. Ja. Dann wissen alle, was gemeint ist. Ja, okay, ja, ja. Ja, von wem ist das denn ausgegangen? Oh, von uns beiden. John hat die Musik dazu geschickt. Der hat dann so das Keyboard-Ding entwickelt und dann habe ich natürlich Freiraum da gehabt, das da drüber zu spielen. Und das war Nudel die Nudel. Aber das sind so gut genudelt, würde ich sagen. Das sind aber so Corona-Experimente, oder? Also das ist, ja, das waren witzige Sachen. Das war ein Ding, das habe ich eigentlich entwickelt tatsächlich. Und zwar wollte ich da so ein Ding machen, das heißt Snowball, wo wir dann viele Musiker eingeladen haben und immer so kurze Clips entwickelt haben, kurze Songs, die dann weitergeführt worden sind. Ich habe dann angefangen, was zu spielen, dann der Nächste macht eine andere halbe Minute, der Nächste macht die nächste halbe Minute, das Ganze. Ja. Und das haben wir so eine Zeit lang betrieben und das war wirklich toll. Das war, ja, genau, Corona-Experiment auch oder so, einfach von den Sachen. Aber ja, das ist natürlich, da sind so einige von den Sachen, was du jetzt gerade zum Beispiel, was ihr gerade gehört habt, als das dann fertig war, hat mir dann Jordan das Video zugeschickt und ich habe ihm dann noch gesagt, wenn ich, Mensch, wie haben wir das überhaupt gespielt? Was ist das denn nochmal? Oder meinte, hast du das auch ab und zu? Und er meinte, absolut, das hat jetzt genau dasselbe gedacht. Weil du spielst das und liest das dann und dann hörst du dir das mal eine Woche lang nicht an und hörst das wieder und denkst mir so, wow, was haben wir da? Wie haben wir das denn gekriegt? Mega. Aber ich muss jetzt noch mal fragen, weil gerade ich bin ja auch selbst versuche, ein bisschen Bassist zu sein. Ja. Wie ist denn zu dieser Zusammenarbeit mit Mohini? Das geht ja jetzt auch schon eine Zeit lang. Ihr habt ja auch verschiedene Platten schon gespielt. Ja. Und die ist für mich ja auch irgendwie in Anführungszeichen so eine
Wahnsinnige im positiven Sinne. Ja. Wenn man sich auch nochmal was, ihr habt ein paar Mal was mit diesem Connor-Kohl gemacht. Die kommt ja auch aus diesem, ich denke mal, sie hat, das ist eher bei ihr musikalisch auch, sag ich mal, eher noch mehr verwurzelt. Ja. Aber ich, den letzten Clip, den ihr gemacht habt, da finde ich, da sieht man, also zwischen euch ist auch irgendwie eine musikalische Verbindung. Wie ist denn das, wie hat denn das gestartet und wie ist das dazu gekommen? Ja, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten und sie ist dann bei mir in der Band getourt. Wir haben dann quasi, das war in Indien noch, da haben wir so ein Trio gehabt und da haben wir schon diese ganzen Sachen so ein bisschen entwickelt da und auch zusammengespielt damit. Und das ist auch gar nicht so unterschiedlich von der Auffassung, was ich jetzt habe von meiner Idee von krummen Takten oder Odd Meters oder so. Ne? Mhm. Das ist ja, wie gesagt, dieses Takken, also das ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, das sind eigentlich diese Gruppierungen, die dann immer halt kommen, das ist halt nur die Art und Weise, wie man das dann auffasst oder zählt. Insofern, das ist für uns recht einfach mittlerweile zu kommunizieren, sagen wir mal so. Ne? Wir machen dann einen Plan. Und dann, ja. Und ich glaube, sie ist auch nach USA gezogen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, vor einem Jahr oder zwei, ne? Ja, richtig, genau. Sie ist in Los Angeles, aber hat auch ein Haus in Indien. Also ich denke mal, sie bleibt mehr in Indien als in den USA. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, großartig. Ja, eine andere Zusammenarbeit hattest du mit Jess Lewis. Ja, genau. Ich musste zugegebenermaßen googeln, wer Jess Lewis ist und bin drauf gestoßen. Jess Lewis ist a retired amateur wrestler and an American football player. Und ich sage, oh wow, und Gitarrist. Nein, aber dann 16 Einträge später habe ich sie gefunden. Ja, Jess Lewis ist, ich kannte sie nicht, aber eine durchaus anerkannte Gitarristin und Guthrie Govan mag sie auch und viele andere mehr und du anscheinend auch und so kam es zu dem Album Seaform. Ja, richtig, genau. Das erinnert mich, was du vorher gesagt hast mit, ja, die ist ein retired wrestler oder sowas. Das ist ja bei Lorion dem Ding, wo der Sohn dann zu ihnen kommt, dann am Tisch und sagt, und er fragt ihn und sagt so, was machst du denn irgendwie jetzt am Wochenende? Oh, ich gehe zu Michael Jackson. Michael Jackson. Der war Boxweltmeister 1953. Ja, genau. Und meine Hausnummer kann ich mir nicht merken, meine Telefonnummer, aber sowas weiß ich. Ja, so ähnlich war das. Genau. Ja, nee. Also, die hat sich, das war quasi wie mit dem Orchester. Die hatte eine Coverversion gemacht von einem von meinen Songs, und zwar Get It Like That, und hat das dann gespielt. Und Guthrie hat das dann gefunden und meinte, wow, hör dir das mal an, she's the real deal, ne, sozusagen. Und dann haben wir uns getroffen und sie kam zu den Konzerten und dann hat sie mir mal so ein paar Sachen geschickt und ich dachte, wow, das ist ziemlich cool. Und dann haben wir quasi das Album Seaform aufgenommen. Das hat einen sehr schönen Flow, also das fließt sehr, sehr gut. Absolut. Und wie gesagt, ich mag nicht gerne so Schubladen denken oder sowas, ne, aber wenn man halt quasi Vergleiche finden will, was ja vielleicht für einige Leute auch sinnvoll dann ist, damit wir wissen, wo es in welche Richtung geht. Aber ich denke mal, Leute, die so Alan Holdsworth und Wayne Krantz und sowas mögen, Steely Dan oder aber auch so diese ganzen Jazz-Sachen, so Aristocrats, oder so, denen könnte das sehr gut gefallen. Und ich denke mal, Jess ist eine sehr, sehr, sehr talentierte Gitarristin und Bassistin auch und einfach well-rounded Musician sozusagen. Ne? Und ich denke mal, dass die einfach dass mehr Anerkennung ihr gut tun könnte. Deshalb spielen wir doch jetzt auch hier nochmal einen Titel an, würde ich sagen. Hast du einen Wunschtitel? Oh, mach mal irgendwas. Die sind alle ganz gut geworden. Was immer du gerade findest. Dann nehme ich jetzt einfach Fire in the Rain. Ja, okay.
Aber da ist es wieder, ne? Das songgetriebene Schlagzeug, oder? Ja, das ist wirklich so. Ja, genau. Man, wie gesagt, ich gerade wenn man jetzt so Gitarristen wie Jazz oder so hört oder sowas, ne? Wie man so schön in Englisch sagt, stay out of the way, gerade von den ganzen Gitarrensachen, die wichtig sein könnten, aber dann natürlich fireworks happen in between oder so, ne? Man muss gucken, dass man das dann schön arrangiert oder so. Aber ihr habt die oder halt einige Unison-Sachen natürlich auch, ja, die zusammen passieren. Aber das ist jetzt auch, ist das so wirklich eine Gemeinschaftsproduktion oder kamen sie schon quasi mit den fertigen Arrangements zu dir? Oder? Ich sehe das als ihre Produktion. Also sie sieht das, glaube ich, dass wir das zusammen gemacht haben, aber sie kam tatsächlich nur mit den Gitarrensachen an. Also wirklich nur die Gitarrendinger und ich habe dann quasi den ganzen Rest drumherum gemacht. Aber das war ihre, ich habe ihr dabei geholfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke mal, dass die wirklich auch förderungswürdig war sozusagen. Ne? Und ich habe das auch gerne getan. Die ist einfach erstmal mit so ein oder zwei Ideen zu mir angekommen. Sagte, hey, ich habe diese Gitarrensachen. Und dann habe ich ihr dann erzählt, du, das ist super. Wie viel hast du noch? Lass eine Platte machen. Ne? Das war auch dann während der ganzen Corona-Sache passiert und sowas. Und das war sehr fruchtbar. Ja. Aber vielleicht ist das auch was du vielleicht dann anders aufnimmst oder anders siehst, weil du selber Gitarre so spielst, als jetzt vielleicht ein Schlagzeuger, der das nicht so macht. Ich denke mal schon, dass das ein großer Unterschied ist, gerade was die Stimmung angeht, den Song und das, wie man sich die Bälle zuspielt. Vielleicht ist dann doch, dass du da ein anderes Verständnis hast, dass dann das. Ich denke wohl, also ich denke, dass das unbewusst spielt, das mit Sicherheit da rein, würde ich sogar sagen. Das ist ja auch, wenn du jetzt siehst, wenn ich jetzt Schlagzeug-Solo spiele oder sowas, ne, und ich nehme die mal auf und da ist immer Raum noch, ne? Einige Sachen werden dann gespielt, aber das ist wie ein Arrangement. Ich mache dann immer ein Arrangement da draus, ne? Dass es dann auch wirklich nicht überfordert und dass da genug Raum ist, um dann quasi da drin zu improvisieren oder auch zu leben. Und ja, wie gesagt, ab und zu passieren natürlich Fireworks und ab und zu ist Raum vorhanden. Aber das ist wichtig. Ansonsten wird das ja alles da, wenn man jeder da zuscheißt. Das macht keinen Sinn. Speziell bei der Platte ist mir aufgefallen, dass der Titel sehr gut zur Musik passt. Das ist Seaform. Ne? Es hat alles so eine gewisse Luftigkeit. Flow. Ja, ein Flow oder so. Ne? Also da ist nicht so, das ist nicht so schwer und nicht drüber gespielt. Mir gefällt das sehr, sehr gut, was ihr da gemacht habt. Dankeschön. Also ich würde jetzt, wir haben jetzt so viele tolle Sachen besprochen. Ich glaube, wir haben viel zu wenig über wirklich deine eigenen Platten gesprochen. Und du gesagt hast, da kommt noch was. Ja. Aber ich glaube, wir müssen unbedingt, finde ich, nochmal auf deine Platte zu sprechen kommen, die 2019 rausgekommen ist. Oh ja, My Sister, ja, genau. My Sister, ich glaube sogar ein Doppelalbum. Ja, falls leider. Ich weiß gar nicht, ob das in physischer Form rausgekommen ist oder schon nur noch... Ja, ne? Nö, da gibt es eine Doppel-CD und auch ein Doppelalbum, also LP auch. Also 2019, wie gesagt, und da sieht man aber auch deine ganze Bandbreite. Ich meine, du hast auch eine Menge verschiedene Gäste, auch mit denen du jetzt immer noch zusammenspielst und so weiter. Ja, ja. Aber auch, wie du sagtest, multi-instrumental an allen Instrumenten selber vertreten. Ja. Aber das finde ich, war für mich auch so ein Album, wo ich gesagt habe, das ist... einfach nochmal wert, auch hier gefeatured zu werden, weil ich finde es ein ganz tolles Album mit einer ganz tollen Bandbreite, die auch so diese Song-Sachen und diese komplexen und ein bisschen Prog-Rock und dann ist man plötzlich wieder ein bisschen ruhiger, finde ich, auch mit den Gesangsarrangements und immer halt wie, ich sag mal, nicht zu ausgefuchst, aber auch nicht zu poppig, wenn es mal ein bisschen poppiger ist, also finde ich ganz toll und da würde ich auch gerne bevor du vielleicht auch nochmal dann zwei Worte dazu sagen kannst, nochmal einen Titel anspielen. Ich habe jetzt rausgesucht White Sheets, den fand ich sehr cool, den Titel. Dankeschön. Ja. Dann würden wir den auch nochmal hier reinhören, pass mal auf. It's what you get. We spread the love right on the screen. We buy the love for all to see. The offer's low, my price is high. We love until our city dies. One's valued more, one's valued less.
Sehr cool. Ich finde es großartig, wirklich. Ich finde es trotz der Geige, weißt du, das müssen wir erklären, weil Ralf und ich sind ganz große Geigenfans. Ja. Wir sind da ein bisschen vorbelastet. Deswegen ist das so ein Running Gag irgendwie, ja, wenn wir was mit Geigen hören. Dann, Ich hab nichts gegen die Geige, Georg auch nicht. Nur wir saßen mal zusammen in einem Jahr auf längeren Autofahrten nebeneinander, haben irgendwelche CDs durchgehört und auf jeder Platte war plötzlich eine Geige. Und ich sage, wollen die uns fertig machen? Ne? Aber Marco, hab ich da eine kleine Reminiszenz an Frank Zappa auch wieder gehört? Ich wollte es gerade sagen. Bisschen, oder? Könnte sein, ne? Unbewusst wahrscheinlich, aber klar, natürlich. Aber das ist, der Song, den habe ich jetzt lange nicht mehr gehört. Wie gesagt, ich höre mir meine eigenen Platten wirklich nicht mehr so, nicht an. Schade. Ja, wenn die fertig sind. Du verpasst was. Ja, genau. wenn ich sie geschrieben habe, dann aufgenommen habe, dann würde ich da auch gerne dann Peace mitmachen dann quasi, ne, sozusagen. Ja. Und dann weiter an die nächsten Sachen arbeiten. Aber das mal wieder mit frischen Ohren zu hören, ist gar nicht so schlecht eigentlich. Normalerweise höre ich mir das dann so an und denke mir, oh, shit, hätte ich was anderes machen können oder sowas, aber das war jetzt eigentlich ganz okay. Das ist ja ein 11/16, denn den Song hatte ich in Bangladesch geschrieben. Da waren wir bei so einer, wie hieß das Ding, Wind of Changes oder sowas. Das ist so eine Serie in Bangladesch, die machen mit so vielen Gästen aus Indien und aus Europa, aus Amerika, also aus den USA hier. Und wir haben dann uns zusammengefunden. Und mit so aus aller Welt mit allen möglichen Musikern und haben dann Sachen gemacht. Und ich hatte diesen Song im Hotel geschrieben. Da hatte ich gerade so Downtime gehabt. Ich habe da, glaube ich, 2 freie Tage gehabt, bevor ich da irgendwie gespielt habe. Und habe dann da quasi einen Song geschrieben. Ne? Und habe dann auch die Leute involviert, wie zum Beispiel die Geigerin, das ist dann Anna Rakita, die kommt aus Russland. Die war da auch involviert. Und dann Aditi Singh Sharma ist aus Indien. Die ist ein Bollywood-Star da. Und die hat gesungen. Und das war dann großartig. Quasi so die Fusion von den Menschen, die dann da mitgespielt haben. Ne? Also hast du ein Recording-Setup immer am Start, wenn du unterwegs bist? Ja, ich habe immer meinen Apollo Twin dabei von Universal Audio, mein Laptop, eine Gitarre und dann noch ein Keyboard. Und dann kann ich dann unterwegs schon Sachen schreiben. Ne? Und dann, wenn ich dann damit fertig bin, habe ich dann schon quasi ein Arrangement oder auch einige Tracks da, die bleiben können. Dann spiele ich noch mal Schlagzeug drüber, vielleicht noch mal einen Bass drüber ein oder ersetze eine Gitarre. Und dann war es das so. Also ich kann unterwegs auch Musik machen. Ne? Hört sich so einfach an. Das ist alles so einfach. Ja, alles kein Problem. Kann ja nichts anderes. Das reicht aber auch. Ja, aber das Album am besten wahrscheinlich über deine Webseite, jetzt für die Leute, die Interesse haben. Ja. Ich glaube, über deine Webseite kommt man zu all deinen Projekten. Kann ich auch nochmal nur empfehlen, deinen YouTube-Kanal, irgendwie finde ich auch nochmal schön, deine Clips. Und dann sieht man auch, mit welchen Leuten du überall deine Projekte machst. Und dann hoffe ich mal, dass es nicht allzu lange dauert mit deiner nächsten Platte. Ja, mal gucken, was zuerst kommt, die Aristocrats oder dein nächstes Album. Ja, richtig, genau. Wie gesagt, ich lasse mir da ein bisschen Zeit mit. Ich habe, wie gesagt, schon das Material dafür zusammen und ich feile da noch ein paar andere Sachen aus, schreibe noch 3 oder 4 neue Songs dazu und dann wird das dann irgendwie dann rauskommen oder so. Das ist ja, wie gesagt,
es freut mich darauf, dass dann Leute auch warten oder dass da Unterstützung ja. dafür kommt. Es könnte auch andersrum sein, dass gar kein Hahn danach kräht. Ne? Aber pass mal auf, wenn jetzt die Verkaufszahlen aufgrund der Werbung von gerade nach oben gehen, dann ist das doch Motivation. Ne? Wollte gerade sagen, ne? Vielen lieben Dank, ihr macht das alles möglich. Wir machen alles möglich. Ja. Wenn ihr dann hoffentlich nächstes Jahr mit den Aristocrats kommt, dann hoffe ich mal, dass ein Termin hier in der Nähe ist und dass wir uns dann auch mal persönlich wiedersehen. Das finde ich grandios. Das wäre toll. Das wäre ganz klasse. Mega. Wann geht die Tour in Amerika los? Amerika, Kanada, New Mexico, ja. hattest du gesagt? Richtig, genau. Das ist dann Juli. Und zwar, das geht am 1. Juli schon los. Ach, jetzt schon quasi in 14 Tagen. Jetzt geht das dann schon los, ja. Wir sind dann schon beim Proben bald nächste Woche und dann passiert das. Dann 3 Monate mit den Jungs und dann seid ihr wahrscheinlich auch froh, wenn ihr euch bis nächstes Jahr dann nicht mehr sehen müsst. Oder? Ja, genau, wahrscheinlich geht das ganz genau so aus. Aber ich habe gesehen, das Plakat ist ja auch inspiriert. Ich glaube, das war auch, wie immer bei euren Aristocrats-Sachen, die Sache mit dem Bier, ne? Ja, richtig, genau. Wie heißt die Tour jetzt? Wie heißen die noch? Die Frost Tour, ne? Die Frost Tour. Genau. Und dann ihr mit dem Bier und. Und was du noch schnell erklären musst, wenn es schnell erklärt ist, die Sache mit dem Quietscheschweinchen. Oh ja, das war, das ist so ganz blöd von hintenrum auch passiert. Und zwar, wir hatten erst, da waren wir in der Türkei, da haben wir in Istanbul gespielt. Und da sind wir über den Markt gegangen. Und das waren so die Bazaars, die dann auch da waren. Und da hat einer von den Organisatoren uns angeboten, gesagt, hey, ich wollte ein Souvenir mitnehmen, so eine Teetasse oder Teekanne oder so ganz tolle Sachen. Und da haben wir dann alle ja natürlich dann auch befunden, dass ja, Mensch, die gehen natürlich kaputt, wenn man das im Gepäck mitnimmt. Und da habe ich dann diese Plastikhühner gesehen und da gesagt, nimm das doch mit. Und er so, oh, Chicken? Und ich so, ja. Und dann, oh, okay. Und dann haben wir uns die Chicken gekauft. Und dann haben wir auf einmal 3 Hühner gehabt und die haben wir dann gleich auf der Bühne angewendet oder auch dann quasi in der Bahn, wo wir dann in der Straßenbahn gefahren sind, haben wir dann die in der Plastiktüte erstmal schon bewegt und die anderen so. Und dann ist es ein Ding geworden, haben wir die auf die Bühne mitgebracht, ne? Und dann haben wir in Italien auf derselben Tournee ein Schwein gefunden, diese Schweine, die das dann überhaupt wie heißen diese ganzen Dinger, Autogrill oder sowas, was sie da haben in Italien, ne? Ja. Und ich habe das Huhn gefunden, Guthrie hat dann das Schwein gefunden. Und dann haben wir dann diese Sachen mitgenommen auf Tour. Und das ist dann Maskottchen geworden. Ich wollte gerade sagen, begleiten euch bis heute. Ich glaube, in den Videoclips mit dem Orchester tauchen sie auch immer wieder in gezeichneter Form oder sonst wie auf. Also so ein bisschen der rote Faden. Komisch, ne, was so ein Trademark da irgendwie werden kann. Ne? Solange es funktioniert und euch zusammenhält, ist es absolut okay. Genau. Super. Aber wir wünschen euch eine erfolgreiche Tour. Habt viel Spaß. Ganz vielen Dank. Bleiben die Temperaturen milde in Mexiko und so. Oh. Aber kommt bald wieder nach Europa. Wir freuen uns. Genau, dass die Situation so bleibt, wie sie ist, dass man halt die Konzerte auch, so viele wie ihr jetzt da auch habt und dass alles in der Form wieder stattfinden kann und auch alle safe sind und gesund bleiben. Das glaube ich jetzt erstmal. Natürlich das auch ist das Ziel. Ne? Ganz genau. Mhm. Ja. Hör mal, vielen, vielen Dank. Das war ein sehr cooler Talk mit dir. Das können wir gerne wiederholen. Dann am besten hier, wenn ihr hier seid oder so, wieder zu dritt. Ja. Schauen wir mal. Das wäre doch toll. Würden wir uns freuen. Ja. Dann lassen wir das ins Auge. Alles klar. Ja, dann viel Erfolg bei der Tour und allem, was kommt. Und bis zum nächsten Mal. Danke dir für deine Zeit. Spitze. Ja, euch auch. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Ja.